Hallo liebe Eltern, mein Name ist Sonja Schmid und ich habe vor ungefähr 6 Jahren TJ's Kindergärten gegründet. Aus vollster Überzeugung, weil ich Kinder so lieb habe. Und jetzt in Zeiten der Corona-Krise beobachte ich meine eigenen Kinder und die Kinder im Kindergarten. Und sie nehmen wahr, was in der Welt passiert. Deswegen möchte ich heute mit euch Eltern darüber sprechen, was die Ausgangssperre mit der Kinderseele macht. Von heute auf morgen wurde unseren Kindern alle soziale Kontakte genommen, egal in welcher Altersklasse. Krippen, Kindergärten, Schulen geschlossen, Sportvereine zu, Turmen auf dem Spielplatz auch seit mindestens 2 Wochen verboten, Freunde treffen im eigenen Garten auch verboten, Oma besuchen auch verboten. Für wie lange? Keine Antwort, weder für uns Eltern noch für unsere Kinder. Für meine Tochter und mich war der letzte Ausgang der Supermarkt. Und auch da wurden wir bei unserem letzten Besuch freundlich darauf hingewiesen, dass meine 10-jährige Tochter den Markt leider nicht mehr betreten darf. Meine Tochter war sehr verlegen und fühlte sich diskriminiert. Aber wir nickten nur freundlich und verständnisvoll. Danach hatte ich ein sehr schlechtes Gewissen meiner Tochter gegenüber. Warum habe ich nichts gesagt? Das wäre wichtig gewesen für sie. Für ihr Selbstwertgefühl. Was sollen wir unseren Kindern eigentlich noch zumuten? Sie leiden, manche leise, andere laut. Wir bei TJ's betreuen aktuell Kinder in der Notbetreuung. Notbetreuung ist für all die Eltern da, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, wie beispielsweise Mediziner. Unsere Pädagogen begleiten die Kleinen in der Zeit, in der ihre Eltern wenig Zeit haben. Und es ist verblüffend, wie die Kinder ihre Sorgen kommunizieren. Beispielsweise in Rollenspielen. Sie behandeln die Puppe mit der Lungenentzündung. Und in spielerischen Dialogen greifen sie die Themen immer wieder auf. Die Oma, die sie vermissen. Die Mama, die im Moment ihre ganze Zeit für die Kranken braucht. Und der Kindergeburtstag, der nicht gefeiert werden darf, obwohl man ihn so herbeigesehnt hat. Noch nicht einmal Oma und Opa dürfen eingeladen werden. Und Hand aufs Herz, ich glaube, selbst wir Erwachsenen können uns noch erinnern, wie sehr man sich als Kind auf diesen Geburtstag gefreut hat. Viele Eltern bemerken zu Hause die Veränderungen bei ihren Kindern, können sie vielleicht aber nicht greifen. Bisher schüchterne Kinder fangen an zu rebellieren, laute Kinder werden leise. Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, nicht einschlafen können. Manche älteren Kinder wollen gar nicht mehr aufstehen, sondern einfach im Bett bleiben. Wieder andere wollen ganz plötzlich rausgehen, stellen uns vor die Tatsache, dass sie jetzt Freunde treffen wollen, Ausgangssperre hin oder her. All das sind Zeichen, dass unsere Kinder alleine nicht in der Lage sind, die Situation zu verarbeiten. Je nach Alter können sie ihre Gefühle und Ängste noch nicht mal artikulieren. Der Körper sucht ein Ventil und psychosomatische Leiden können das Ergebnis sein. Dazu wir, oft überforderte Eltern, in der Zerreißprobe zwischen Job, Kindern, teilweise noch Existenzbedrohung. Der Bewegungsradius auf ein Minimum reduziert. Der Psychiater und Psychologe Manfred Spitzer bezeichnet die Quarantäne in einem Interview mit DW als ultimative Form des Eingesperrtseins. Die Nerven liegen bei uns oft blank. Und jetzt sollen wir für die Langeweile, für das Nölen, für das Rebellieren unserer Kinder noch besonderes Verständnis haben. Geht das überhaupt? Unseren Kindern fehlt der strukturierte Tagesablauf, die Schule und der Kindergarten, alles zu. Und zu guter Letzt sind wir Eltern noch die Lehrer. Ich weiß nicht, wie es Ihnen da draußen geht. Mein Sohn ist 8 Jahre alt und geht in die 3. Klasse. Jeden Tag versuche ich, neben Haushalt und Unternehmensrettung auch noch Lehrerin zu sein. Mit mäßigem Erfolg. Und ich habe immer mehr erkannt, warum er sich in der Schule so unterfordert fühlt und dagegen rebelliert. In der Schule innerlich, zu Hause auch äußerlich. Ich habe irgendwann aufgehört, ihn zu zwingen und mit ihm zu streiten. Es ist unmöglich, das Verständnis der Mutter und die Autorität des Lehrers in einer Person zu vereinen. Wahrscheinlich gibt es noch einige Mütter da draußen, denen das genauso geht. Bei meiner Tochter, sie ist 10, wie gesagt, und geht in die 6. Klasse des Gymnasiums, sieht das schon ganz anders aus. Sie ist ohnehin ehrgeizig, fleißig,
Mit ihrer Freundin erledigte sie die Schulaufgaben per Skype gemeinsam. Und da sind wir auch schon bei einer weiteren Sache, mit der wir Eltern plötzlich ganz anders konfrontiert sind. Der letzte soziale Kontakt unserer Kinder zur Außenwelt sind die sozialen Medien. Gestern noch Fluch, heute Segen. Wir Eltern haben Socializing und Spieleplattformen bisher weit verbreitet als Gefahr oder mindestens mal als ungut gesehen. Heute sind diese der letzte Strohhalm für unsere Kinder. Aber was ist mit den Jüngeren, die noch kaum in der Lage sind, mit Freunden per Telefon oder Skype wirklich zu kommunizieren, sich gegenseitig mitzuteilen? Nur über Spieleplattformen schaffen sie es, längere Zeit Kontakt zu haben und zu kommunizieren. Beraten sich über Spieltheorien, arbeiten gemeinsam an der Lösung oder erklären sich gegenseitig verschiedene Spielszenen. Und jetzt kommen oft wieder wir Eltern und sagen, das reicht jetzt, leg das weg. Mach doch mal was Gescheites, beteilig dich endlich am Familienleben, so geht das doch nicht. Jetzt kommen wir und nehmen ihnen den letzten Strohhalm, das letzte Ventil. Und Hand aufs Herz, ist ihnen das noch nicht passiert? Ich komme fast täglich an den Punkt, obwohl ich es besser wissen sollte. Dann gehe ich auf den Balkon, atme tief ein und sage mir, ich bin doch der Erwachsene. Ich muss es verstehen. Ich muss mich im Griff haben. Ich muss Verständnis zeigen. Wir sind alle nur Menschen. Und was ist, wenn die Ausgangssperre vorbei ist? Gehen wir dann zurück zu los? Ist das iPad für den 8-Jährigen dann wieder Fluch? Das wird nicht funktionieren, glaube ich. Wir Eltern brauchen einen Plan, eine Strategie. Wie Manfred Spitzer weiter ausführte, ist Einsamkeit ansteckend. Denn wir Menschen können Verhaltensmuster verändern. Am anpassungsfähigsten sind übrigens unsere Kinder. Unsere Kinder benötigen deshalb die sozialen Kontakte. Sie sind zurzeit nur über die Elektronik möglich. Beispielsweise verabredet sich meine 10-jährige Tochter mit ihrer Freundin zum Sport via Skype. Sie erfinden gemeinsam Tänze, Choreos, trainieren Spagat oder Sit-Ups und das ist sicher besser, als gemeinsam sich durch Bällerspiele zu kämpfen. Und vor allem, denke ich, sollten sich die Kinder darauf konzentrieren, etwas gemeinsam zu tun, zu kommunizieren, miteinander zu sprechen, voneinander zu lernen, neue Dinge und Fähigkeiten entdecken. Kinder trainieren freies Sprechen, wenn sie ihrem Freund auf Distanz erläutern müssen, wie die neue Spieleszene funktioniert. Und weil die Zeit für uns Eltern im Umgang mit unseren Kindern so viele neue Situationen und Fragen aufwirft, möchten wir, TJs, eine Plattform schaffen, auf der wir Eltern gemeinsam darüber sprechen können, Vorschläge sammeln und bewerten können, damit wir wissen, wie wir mit den Fragen und Problemen umgehen und vor allem, dass wir damit nicht alleine sind. Im Kommentarbereich unseres YouTube-Channels TJs on Air laden wir Sie alle ganz herzlich ein, sich als Eltern miteinander zu unterhalten in dieser Zeit der Corona-Krise, sich auszutauschen über das, was Sie mit Ihren Kindern erleben, über Fragen, Antworten suchen, Tipps geben. Unsere Psychologen und Pädagogen unseres Teams stehen dafür täglich mit Fragen und Antworten zur Verfügung. Melden Sie sich, seien Sie dabei mit Ihren Tipps, mit Ihren Fragen, mit Ihren Kommentaren. Sprechen Sie mit uns. Für unsere Kinder wollen wir gemeinsam in dieser Zeit stark sein, denn wir wissen noch nicht, was die Corona-Krise gegebenenfalls mit den Kinderseelen anstellt. Der Austausch ist so wichtig. Vielen Dank.